Und willkommen zurück zu Zelda Ocarina of Time. Mir ist das mit Schneiden aufgefallen. Und zwar... Ach, die gestehe ich auch schon. Ich denke, dass ich schon Feuer rankrieg. Ja. Wir wollen doch Fackeln, so war das. Da. Wie könnte schon das vergessen? Da können wir Feuer machen. Und da Feuer machen. Mit Schutt brennt alles. So, jetzt hab ich schon sagen lassen, wenn man da eine Bombe reinwirft, kann man ein Herz herkriegen. Das müsste schon aber denkst du mir. Was ist denn den Laden auf? Man könnte das für ein Dego-Schild ausrüsten. Bäm! Wird hier drin irgendwas Sinnvolles geben? Wahrscheinlich nicht. Oh, die rote Kleidung sieht mir schon. Die können wir uns nicht leisten. Ich weiß gar nicht, 200 oder 300. Irgendwas in der Richtung. So, irgendwann noch eine Fackel. Ja. So. Wo ist eine Donnerfrucht am besten? Hier. Das muss schon da reintreffen. Ich kann auch eigene Bomben verwenden, aber... Ah, da muss ich ja meine eigene Bomben verschwenden. Hab ich getroffen? Nee. Ah, das war aber knapp, glaube ich. Okay, das könnte eine Weile dauern. Vor allem, wenn man auch nicht nur das Herz um den kriegt, sondern auch verschiedene Sachen. Ich schaffe eigene Bomben rein. Als ob das kein Treffer war. Dass die Kamera immer runter geht, ist das Schlimmste daran. Okay. Da! Oh, springt's wieder raus! Die immer zu weit links, glaube ich, oder? Ah, das war ein Stück zu früh. Ja. Ah. Geht doch. 10 Bomben später. Ja. 3 Rubine. Okay, es dreht wieder los. Das hat sich nicht gelohnt. Lego Stab, noch ein Rubin. An sich bräuchte ich ein bisschen Kohle, aber... Oh! Ich hab schon jetzt aber... Yeah, das ist... Kohlen, ein Herzteil. Wie viel habe ich eigentlich? 1. Toll. So, den Geruhen oben, die kann man noch stoppen. Das habe ich doch schon mal gemacht. Aber den kriegt mir eine Bobbentasche. Eine größere. Und da ich ja schon eine hatte. Ach, komm schon. Weißt du was? Ich mache so eigene Bomben. Ich habe überlegt, ob ich mir die Donnerfrucht nehme, aber nee. Das ging ja einfach. Du bist mutig, das soll belohnt werden. Hier, das zeigst du einmal anerkennen. Yeah, 40 Bomben. Gab es jetzt auch 50? Ich weiß, es sind nur 2 Taschen eigentlich, oder? So, als nächstes muss ich zum Schloss mal gehen. Und dazu muss ich erstmal hier raus. Warum ist das so wenig cooler?
Ah, draus gibt's Wäsche aus Gold. Du hast Gold, ne? Wenn gerade Nacht ist, rein zufällig. Ja, guck ich mal kurz nach. Ich wollte jetzt hier in Zoras gehen, aber... Ah, ich war schon wieder alles andere. Gab's da was? Ich meine, das ist ein Loch. Eigentlich. Dachte ich. Hm. Vielleicht hier auch nie. Ich wollte ihn nur ablegen. War noch so. Ja, 50 Rubine. Wir müssen mal eine Nacht machen. Glaube ich. Na, falscher Knopf. So, nochmal. Irgendwie spiele ich falsch. Da! Fuck, wie war's? Warte, ich muss noch mal sehen. Y. Ach, hier ist Y. Jetzt. Sehr unsicher. Oder war die unten drin? Ja, fuck, die war unten drin. Ja, da gehen wir halt runter. Ich meine, oben bei der Kuh ist... Da noch was? Moment. Da gehen wir nochmal hoch zur Kuh und gucken da mal nach. Irgendwas muss es schon sein. Hoffe ich mal. Bombe. Wir könnten uns auf jeden Fall Milch holen. Und eine fette Fee. Ich hab gehofft, zu welcher Herzteil irgendwie versteckt ist. Naja. Wohl doch nicht. Da gehen wir halt runter. Ich hoffe, dass wir in die Luft gejagt werden von hier rein. War knapp. Naja. Ja, wieder. Da fällt wie auch unverwundbar. Na, shit, jetzt ist der Tag. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Yeah. Die verschwindet sonst, glaube ich. Den zu Volker war es echt knapp. 14 habe ich. Dann brauchen wir ins Haus gehen. Okay, dann gehe ich mal rüber zum Schloss. Und gucken mal nach. Da gibt es ja noch eine Fee, ne? Yeah, ein Magiekrug. Der erste. Und war jetzt im Schloss. So, beim Schloss angekommen. Kriegen wir die Mauer. Und da hinten. Was steht auf dem Schild eigentlich? Sackgasse. Wie schwer lange? Ach, komm schon. Und rein da. Ja, gut, sind wir in der Sackgasse, okay. Nein, jetzt müssen wir nichts nicht spielen. Ah! Das war's nicht. Ja, Mann! Das war's. Ich hab's hingekriegt im ersten Versuch. Jetzt gehen wir die Magie. Hallo, mein Süßling. Ich bin die Fee der Magie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte nimm ihn an. Yeah, mächtige Magie. Ach, das Feuerding ist wirklich hier. Okay, schon nicht ganz sicher, ob es noch hier, aber.
Können wir noch gebrauchen, ein paar Mal. Sind's Feuer Inferno. Dieser Feuerball entflammt die Umgebung. Setz sie mal geben. Ja, auf so einen Slot und dann. Ist Feuer Inferno. Kannst du nicht nur für Attacken nutzen. Du kannst damit auch manches in Brand setzen. Du bist vom Kampf erschöpft, bist du Maschine. Ja. Wir brauchen sie zu oft, aber wir werden es einzeln brauchen. So, da können wir zu den Zoras gehen langsam mal. Und das Tor ist da. Okay. Dann gehe ich mal schnell rüber, würde ich sagen. So, für die Zoras ist das einfach nur die Plus hier folgen. Statt bei Kakariko reinzugehen. Und ich glaube, es wird Nacht. Bevor ich da bin. Ja, hoppala. Das wollte ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob die Fee. Ob die dann eigentlich sagt, wo man rüber soll. Ich schreibe auf der Karte, das ist ja so ein blinkender Punkt. Darüber kann man es dann vielleicht wissen. Und die Eule. Okay. Ein paar Bobben waren cool. Kann die Grasse Bobben drin sein? Hallo, es sieht aus, als wärst du erfahren und kräftiger geworden, Link. Direkt vor dir liegt das Reich der Zoras. Die Zoras dienen der Königsfamilie von Hyrule und bewachen dieses Gewässer. Das Tor zu ihrem Reich ist nur ein abgesandter Königsfamilie. Spiel vor dem Portal ein Schlaflied aus der Belieferung der Königsfamilie. Das musste er mir extra jetzt sagen, oder was? Okay. Aber jetzt muss ich die wiederholen. Und das verneinen. Ah, nicht auf den Kopf gefallen. Yeah. Bombe. So, das Huhn brauchen wir noch. So, der Typ. Ich habe meine Rubine aufgefüllt. Ein paar Wunder haben gefertigt. Sie gehen nicht besonders gut. Wie wär's mit 10 Rubinen das Stück? Yeah. Es gibt eine Menge Orte, die man die platzieren kann, ja. Ein paar Wunder haben gefertigt. Sie sind noch nicht da beliebt. Yeah, 20. Es wird teurer. Sie werden langsam beliebter. 30 Stück. Ich bin der einzige Käufer. Was für ein Beliebter. Und er zieht sich doch einfach nur ab. Weg wie warme Semmeln. 40 Stück. Ich weiß gar nicht, wie weit das geht. Wer sie nicht kaufen würde, ist wirklich bereuen. 50 Rubine. Ja, Mann, Kapitalismus. Angebot der Nachfrage. Das ist schon bald ausverkauft. Ah, nee. So viel Kohle haben wir nicht. So. Wir wollen eigentlich die Wundererbsen auf L. Okay. Da pflanzen wir hinein. Ich meine, wenn man da Käfer reinsetzt, kriegt man noch eine goldene Skulptur, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es bei jedem so war, aber bei einigen ist es auf jeden Fall. Ah, da müsste ich jetzt Käfer mit haben und. Ich hab schon überhaupt keine Lust dazu. Gar nicht, wieso nicht alle Goldes Gondolas haben will. Würde ich das mal weglassen. Ich würde sehr viel Lauferei hin und her und Man könnte natürlich schon dann so eine Erbse reinsetzen, wenn man. Ah, gut, es hat geklappt. Link? Okay. Jemand wieder eins. So, das ist ein Frischer. Da brauche ich eh noch alle Liter, also. Das Huhn denkt schon irgendwas. Ich schäle es einfach mal mit. Ich entführe die Hühner. Oh, zumindest einer. Ich meine, gab es noch eine Plattform. Mit 20 Rubinen, oder?
Ein Herzteil! Ja gut, dann hat sich das auch gelohnt. Vielleicht hast du so rangekommen, ich weiß es nicht. Das hält nur runter, okay. Schnell mal hier zählt das Wiegenlied rausschmettern. Das ist gerade weggeflogen. Habt ihr es gesehen? Der Schock kommt auch rüber. Ich wollte rollen, deswegen hab's angequatscht. Ja, man, sowas reicht. Mal sehen, wie ich das schaffe eigentlich. So, da gab's nochmal ein Feuerzeug zu machen. Was gar schon mal ein Herzteil ist. Oh, dazu brauchen wir erstmal Feuer. Den quatschen wir danach hin. Das ist, glaube ich, auch ziemlich knapp. So, das bleibt, meine ich, an. Einmal neu. Fuck. Wenn ich ja durchrolle, passiert nichts. Okay. Ich glaube, ich bin schon schnell genug. Ja, Mann! Beim ersten Versuch, das war gut. Und ein Herzteil. Ich habe weiter einen Herzcontainer. Sehr schön. Mehr Herze. Ja, seid ihr? Wir sind die Zoras, die stolzische Amphibien-Geschlecht. So, ihr behauptet, ein Angehöriger von Hyrule's Königsfamilie zu sein. Nun denn, was wollt ihr von uns? Ich will nur einen Stein. Oh, da gibt es einen Segenstab. Da gehen wir ja hoch. Reden wir mit dem König. Oh, meine liebste, teuerste Prinzessin Ruto. Wo mag sie sein? Ich mache solche Sorgen. Das ist alles. Da kommt jemand zu dir und das ist mir egal. Du sagst dir nichts. Unser Tauchspiel, 20 Rubine, her damit. Naja, alles einsammeln und dann krieg ich was Wertvolles. Das sind 5. Direkt den ersten. Hm. Ich hab gehofft, gleich zwei zu kriegen, aber naja. Das ist hier absolut gar kein Problem. Gratuliere, ich habe etwas Tolles für dich, ich hol es ab. Dann holen wir uns mal. Denn das brauchen wir jetzt gleich. Und ich habe noch 5 gut gemacht. Ich müsste noch mehr Wundererbsen kaufen. Die werden halt immer teurer. Das ist der König. Willkommen in der Tauchzeit. Hier nimmt der East als Lohn. Das ist eine silberne Schuppe der Zoras. Mit der könnt ihr tiefer tauchen. Yeah, die Silberschuppe. Jetzt gibt's nochmal Kohle. Oh, ein Pupsi. 2. Ich meine, ich krieg dafür nichts, aber. Man geht so rein ums Geld. Achso, die 5 schon mitnehmen. Und schon haben wir Gewinn gemacht.
Ich glaube, ich werde nicht alle kriegen. Ich glaube, ich hätte den unteren machen können und den anderen da mitholen, aber naja. Aber die haben echt viel Kohle, ne? Wenn die hier 50 Stück reinwerfen. Oder was echt oft besucht. Ja, mir fehlen halt noch zwei weitere. Oh, noch mehr Training, okay. Ich wollte nur mein Geld aufstocken. Jetzt guckt er mich schon noch an, wie ich es verkackt habe. So, jetzt aber. Der Hyliasee. Hier scheint etwas ungewöhnlich zu sein. Eine Flasche. Eine Flasche! Fällt euch hinein, wenn sie mit Dingsbums. Nee, man könnte jetzt zurück. Aber nutzen wir die Chance, zur Burgschleiche zu gehen. Die obere oder die untere? Ich bin Paul, das musikalische Vogelscheuche-Genie. Wenn ich ein Lied einmal gehört habe, vergesse ich es nie mehr. Was sagt der mir? Dornkäfer. Ich bin Peter, die Burgscheuche. Ich wünschte, ich könnte reisen, um herzergreifende Lieder zu hören. Aber stecke ja fest. Der will reisen. Das ist der unten, wo ich endlos viel spielen kann, oder? Moment. Oh, das ist ein Ocarina. Hey, warum fühlst du dich etwas? Ah, okay, Moment. Also bei dir müssen wir was Sinnvolles mal spielen. Nee, Moment. Fungus. Wir machen das so. Gar nicht mal so schlecht, ich werde die Melodie im Kopf behalten. Ich kann mir jedoch höchst 8 Noten merken. Also für heute war's, lass das gut sein. Okay. Angeln. Krieg ich als kleiner Herzteil? Ich weiß es gar nicht. Weil den kann man glaube ich endlos spielen dann. Jetzt wiederholt es einfach nur. Wenn ich lang quatsche. Ja, okay. So, drüben bei dem. Krieg ich da noch was? Da drüben ist die Eule. Ja, die fliegt bestimmt irgendwo hin, meine ich. Wir könnten kurz hingehen, theoretisch. Hallo, ich bin gerade dabei, das Wasser aus dem Hyliasee mit einem seltsamen Substanz zu vermischen. Ich hast du ja schon mal mit Asa, der alten Hexe in Karibus Hexladen, gesprochen. Sie hat viel von mir gelernt. Ja, da war nicht drin, aber da kriegen wir einen blauen Trank. Das ist eine Rubine, da komm ich schon mal nicht ran. Noch nee. So, wir müssen aber noch hier einpflanzen. Irgendwie bin ich weitergelaufen, was ich wollte. So, wir geben noch schnell den Brief ab, würde ich sagen, statt zur Eule zu gehen. So. Denn beim nächsten Mal würde ich halt gerne dann den Wal machen. Erstmal schön abtauchen. Ach, Abkürzungen. Das ist aber was Schönes. Kannst du das selber lesen? Nanu! Sieht aus, als wäre da etwas in der Flasche drin. Oh, es ist ein Brief. Hilf mir, ich bin im Bauchboot Lord Jabu Jabu gefangen. Uto. PS, verrate bitte mein Vater wieder nichts. Ja, wir dann nee. Es könnte auch sein, dass er zufällig den Brief natürlich findet. Das ist natürlich alles möglich.
Dieser Brief, erst von Prinzessin Rudo. Hm, lass mal lesen. Diese Bau von Lord Chabu Chabu? Das ist ja nicht möglich. Lord Chabu Chabu ist unser Schutzheiliger und würde Prinzessin Rudo niemals verspeisen. Seit dieser seltsame Fremdling namens Gandalf unser Reich besucht hat, benimmt sich Lord Chabu Chabu etwas sonderbar. Der Brief scheint echt zu sein. Ihr dürft Prinzessin Rudo suchen, wenn ihr mögt. Ist hier das Tor hinter mir? Ich behalte diesen Brief. Nehmt ihr die Flasche, in der er sich befand. Ihr werdet sie bestimmt gut nutzen können. Bitte findet meine liebste Prinzessin Rudo, so schnell ihr könnt. Beste Szene ever. Lasst ja nur Zeit. Stell dir mal vor, du läufst die falsche Seite rutscht und dann müssen wir nochmal zurück. So, wir brauchen noch was. Die bleibt doch nie an. Ich dachte, die bleiben immer an mit diesem Holz. Zeug. Da ist ein Fischer. Wir brauchen mal einen. Na, geh doch. Yeah, ich hab einen Fisch. Ich will kurz in den Laden gucken. Wie teuer ist eigentlich hier, einen Fisch zu verkaufen? Zu kaufen. 300 Rubine, ne? 200, willst du mich verarschen? Die sind quasi vor der Tür. Aber na gut. Eine große Fee müsste doch da oben auch noch geben, oder? Die erste Sache wird schon nachgehen. Bevor wir den Part beenden. Dann schaffe ich erst die ganzen Dungeons in ein Video. Das wäre gut. Zoras Quelle. Was steht hier? Zoras Quelle, bitte nicht den Wal wecken. König Zora der 16. Hallo Wal. Ich hoffe, du frisst keine anderen Leute. So, ich will jetzt auch nicht der Typ sein unbedingt, ne, aber... Ich kenne mich auch mit Walhaltung nie aus, aber ich glaube, das ist ein bisschen ein kleines Becken für einen Wal, oder? Ja, die fehlt wie irgendwas. Es scheint, dass sei Prinzessin Ruth irgendwie im Bauch von Lord Chabu Chabu verschütten. Ja, das stand im Brief tatsächlich drin. Hat Navi sehr gut aufgepasst. Hörte keiner an. So, da hinten. Krieg ich das mit Bobben auf? Ja. Okay, lock schon. Da ging die Bombe aus. Yeah, die nächste Feenquelle. Schauen, später wird das Ding mal in die Tasten hier. Direkt die nächste Fee. Ich bin die Fee der Magie. Schon wieder. Ich habe mächtige Zauber für dich. Spiel ihn an. Schon wieder. Ja, Mann. Farus. Irgendwas. Braucht man das unbedingt? Eigentlich nicht wirklich, oder? Maximal ein Wassertempel. Farus Donnersturm. Dieser magische Teleporter kann nur innerhalb eines Labyrinths eingesetzt werden. Rufe Farus Kraft an, um einen Teleportpunkt festzulegen. Rufst du Farus Kraft erneut, gelangst du zu diesem festgelegten Ort. Nee, er kann es immer zurückwurben. Vergiss nicht, Farus Sonnensturm kannst du nur in ein Labyrinth einsetzen, alles klar? Warum eigentlich schon ein Labyrinth? Wäre so viel besser, wenn man es überall finden könnte. Ich kann das Spiel auf Reihe ersparen. Aber na gut. Ich würde sagen, den Rest erlegen wir beim nächsten Mal.
Sonst gab es ja nichts mehr mit dem kleinen Link, oder? Ich glaube nicht. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.